Moin Moin und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Ja, wo sind wir denn stehen geblieben? Ach ja, das Bausystem ein bisschen erklärt. Kurz mal eine Übersicht verschaffen. Was machen wir denn? 19 Uhr durch. Ich brauche eigentlich noch ein bisschen Holz. Ich brauche noch ein paar andere Sachen. Was? Ich höre Gerumpel in der Bude. Merkwürdig. Okay, dann sehe ich mal zu, dass ich hier eben mal rauskomme. Und dann schauen wir mal, ob ich draußen hier noch ein paar Sachen eben sammeln kann. Bevor es dunkel wird. Ja, neue Staffel hat angefangen. Ich werde wohl oder übel, um das Ganze ein bisschen übersichtlich zu halten, je nach Updates dann eine neue Staffel anfangen. Das muss ich aber spontan sehen, weil ich das danach richte, ob die alte Map jetzt noch kompatibel ist. Also ich sag mal, spätestens mit der Alpha 8 wird sowieso eine neue Staffel dann angefangen werden. Und so lange werden wir wohl hier weiter rumtouren. Ja, das soll jetzt aber auch nicht stören. Also kriegen wir wenigstens mal was gebaut, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses... Ja, es ist jetzt ungünstig gelaufen, dass wir halt hier so oft neu anfangen mussten. Teils mein Verschulden, teils nicht mein Verschulden. Also hoffe ich mir natürlich, dass wir jetzt das Ganze mal ein bisschen länger durchziehen können. Komm. So, brauche ich noch Steine. Ich nehme sie lieber mal mit. Schaden kann es nicht. Ach, ich habe ja noch Holz. Oh, ich voll Profi. Sowas passiert, wenn man spontan die Aufnahme startet und vorher nicht guckt, wo man überhaupt jetzt den letzten Stand hatte. Gut, dann... Ja, ein, zwei Bäume kriege ich wohl noch. Nach Wasser? Da. Ja, ich habe mir die Kommentare zu dem letzten Video ein bisschen angeguckt. Irgendwie ist keiner auf die Frage eingegangen, was ihr denn so über Ostern gemacht habt. Traut sich wohl keiner, ne? Hey, ihr braucht euch nicht dafür schämen, dass ihr dann vielleicht noch den Osterhasen gemacht habt oder so. Es gibt viele, die das machen. Ich will endlich eine vernünftige Axt haben. Das ist doch hier Quälerei vom Feinsten.
So, komm, den noch. Oh, verdammt. Ich Vollprofi. Ja, diese Nacht werde ich wohl sterben. Weil irgendwas habe ich ja scheinbar jetzt vergessen, ne? Ratet mal was. Genau, Leitern. Ich habe die verdammten Leitern vergessen. Ach, schöne Nummer. Wenn ich ganz viel Glück habe und mich jetzt hier leise verhalte, könnte ich das sogar schaffen. Ich höre aber jemanden näher kommen, das gefällt mir gar nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm, mach es weg, mach es weg. Uah. Ganz schwierig. Aber geschafft. Moving on. Ich habe bisher noch gar nicht. Okay. Wir brauchen ein paar Wood Frames. Ich verzichte jetzt auch erstmal diese Nacht gekonnt darauf, hier das abzusichern. Hier soweit schon durch. Ja, sieht gut aus. Weil ich mich nämlich gleich nach oben begeben werde. Aber bevor ich hier weitermache, Moment mal. Momentchen mal. Ja, ich Vollprofi. Ach, damm ich nochmal. Das ist jetzt ärgerlich, mir fehlen Steine. Wie machen wir das denn jetzt? Nun gut, dann wird diese Folge ein bisschen der Verschönerung hier dienen. Ärgert mich jetzt ehrlich gesagt, aber kann man nichts machen. Ja. Ich sehe hier nämlich nichts.
Ja, das wird leider Gottes eine etwas langweiligere Folge. Muss ich mir ehrlich eingestehen. Aber ich kann hier jetzt so in diesem Moment nicht wirklich viel machen. Ich könnte zwar dann mal gucken, aber ja, das ist auch blöd. Da. Da eine, da eine. Ich würde halt ungern jetzt hier runterlaufen. Weil wenn ich jetzt schon auf die Karte gucke, wie viele schöne grüne Punkte da sind, will ich nicht wissen, wie oft ich wegen diesen drei Steinen, die mir jetzt fehlen, hier nochmal hops gehe. Aber ich war doch der Überzeugung, dass ich hier mal mehr hatte. Oder täusche ich mich da jetzt? Ja klar, ich muss mich ja täuschen. Weil hier ist ja nichts mehr. Ich bin doch nicht blöd, ich habe doch beim letzten Mal mehr gesammelt. Raus. Die kommt ebenfalls raus. Die ist sowieso leer. Da halte ich mir welche in Reserve. So. Ach, die war gar nicht leer. Aber die ist leer. Dann lasse ich nämlich die Schrotflinte auch hier. Jetzt brauche ich schon wieder eine neue Kiste. So, das kommt rein. Das bleibt mal da. Mir wurde letztens so charmant mitgeteilt. Fand ich übrigens sehr interessant, muss ich doch ein bisschen schmunzeln, dass irgendeiner von euch dem lieben Jack, war das meiner Meinung nach, mal mitgeteilt hat, dass er sich doch mal meine Videos hier anguckt, damit er mal sowas wie Lagermanagement lernen kann. Ich weiß nicht, wer das zu ihm gesagt hat, aber super Aktion. Fand ich echt klasse. Das hat mir echt sehr gefallen. Also wenn ihr noch mehr Ratschläge an den guten Jack habt, immer raushauen. Ich will mal gucken, wie lange es dauert, bis er davon genervt ist. Also, spammt ihn zu. Naja, gut, zu spammen jetzt nicht unbedingt, aber wenn irgendwas hier in den Videos ist, was für den kleinen Jackie nützlich sein könnte, dann zögert nicht, sagt es ihm. Ich werde euch dann natürlich dementsprechend informieren, wenn er irgendwann völlig genervt bei mir auftaucht und sagt: Ah, deine Abonnenten und, ne? Zumal meine Abonnenten auch zum Großteil seine Abonnenten sind. Also wäre das schon mal wieder ein Eigentor. Ja, gut. Aber zum Thema Lagermanagement, mir gefällt mein eigenes Lager gerade sowieso nicht. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch machen. Cool. Haben die schon wieder irgendwas jetzt an der Schwerkraft geändert?
Ach, was soll's, ich lasse das jetzt. Ich habe keinen Bock, wieder Rahmen zu verschwenden. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich habe dieselbe Version hier benutze ich für mein privates Survival auch und da hat das hier ohne Probleme geklappt. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen erstaunt. Gut, gibt es keinen Aufgang für Goro. Hier schon wieder doppelt. Mal ein bisschen was futtern. Ja, die Folge geht jetzt noch einen kleinen Augenblick. So geringfügig. Ich werde wohl oder übel. Ich wollte hier eigentlich so viel verschönern, aber ich habe kein Material gerade. Da unten hat mich schon wieder jemand entdeckt. Ja, was heißt kein Material? Das Material hätte ich ja eigentlich, aber ich habe kein passendes Werkzeug. Wir können zwar jetzt hier mit der Steinaxt rumhauen. Das will ich aber vermeiden. Eigentlich. Weil das kostet eigentlich viel zu viel Ausdauer, aber bevor ich jetzt hier eine Aufnahme mache, wo ich nur blöd in der Gegend rumstehe. Mache ich das halt mit der Steinaxt. Genug Steine habe ich ja. Zumindest dafür. In jedem blöden Spielstand habe ich in irgendein Auto eine Pickaxe gefunden. Das ist der erste, wo ich keine habe. Keine Pickaxe, keine normale Axt. Eine Garden Hoe habe ich. Wow. Zu wenig Steine, um mir einen Ofen zu machen. Ist ein... Oh, da setzen Animationen aus. Das ist ein ganz, ganz toller Start. Deswegen werde ich morgen auch, also sobald wieder Tag ist, mal ein bisschen gewagter durch die Häuser hier laufen und mal gucken, ob ich da irgendwas Hübsches finde. Weil so das hier, das ist ja kein Zustand. Ne? Außerdem kommt dann auch ein bisschen Action auf und es wird nicht so langweilig, wie es jetzt momentan ist. Weil momentan finde ich selber hier öde noch. Aber da habe ich doch gleich wieder ein bisschen Stoff für die Kommentare. Der Nachtzyklus ist bei mir hier in diesem Let's Play. Genau. Fallobst. Der Nachtzyklus ist bei mir auf 35% eingestellt. Das ist zwar eigentlich eine recht gute Zeit, finde ich persönlich, weil man so auch noch ein bisschen was von der Nacht hat. Allerdings, gerade in so Situationen wie jetzt, ist das ein bisschen nervtötend. Nun zu euch. Was meint ihr? Zeit verkürzen auf, ich glaube, 20% war das andere. Oder so lassen. Schreibt mir dazu eure Meinung in den Kommentaren. Dann kann ich das nach dieser Aufnahmesession dann dementsprechend abändern. Es wird wohl jetzt, wenn ihr diese Folge seht, werden noch 2 oder 3 Aufnahmen folgen, bis ich die Einstellung vornehmen kann, weil ich ein wenig vorproduziere. Aber danach wird das dann eventuell geändert. Ich würde es eigentlich ungern ändern, weil es ist... Na, was heißt ungern? Es ist eigentlich eine
eine gute Zeiteinstellung. Ups. Schwierig. Eigentlich müsste ich dadurch, dass hier nichts passiert, wesentlich mehr reden, aber dadurch, dass hier so wenig passiert, fällt mir auch weniger zum Reden ein. Könnt ihr jetzt hier die ganze Zeit dummes Zeug reden, noch mehr als eigentlich. Aber irgendwie widerstrebt mir das. So, 7.07 Uhr. 20 Minuten noch, dann kann ich. Wenn ich ganz viel Glück habe, habe ich in diesen 20 Minuten hier auch die Holzumrandung dann weg. Naja, gut, das war sehr optimistisch. Ich brauche Werkzeug. Führt kein Weg dran vorbei. Morgen, also wenn der Tag anbricht. Momentchen mal. Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gerade schon Panik bekommen, weil ich dachte, du hattest doch eben noch Wasser gehabt. Ne? Ist doch nicht so optimistisch mit der Zeit. Das ist sogar richtig gut abgepasst, Mensch. Ach, machen wir mal 10. Sollte erstmal genügen. Dann kommt hier später noch ein Dach rüber, einfach wegen den hübschen Krabbler-Zombies. Um Material zu sparen, werde ich den Rand hier auch jetzt nur mit einfachem Holz machen. Das hat den folgenden Grund. Diese schönen Spider-Zombies, sollten sie wirklich hier am Rand hochkrabbeln. Wobei ich da auch noch für später etwas habe, was ich da dann abändern werde. Deswegen ist es schade, dass die Markise jetzt schon abgestürzt ist, weil die hat die immer ganz gut aufgehalten hier. Es wird wohl denn so sein, hier kommt dann halt noch so ein hübsches Dach rauf, dass sie sowieso aufs Dach klettern. Und entweder sich durchs Dach durchgraben, wenn ich hier drin stehe, oder hier von vorne, beziehungsweise von der Seite. Deswegen ist das hier auch verstärkt und das hier nicht. Sie können sich zwar theoretisch gesehen auch hier durchhacken, das machen sie aber relativ selten. Weshalb ich da keinen Grund sehe, da jetzt übermäßig zu verstärken. So. Ach, hier wird schon gegrunzt. Oh, hier wird aber viel gegrunzt. Ja. Ach, da. Dieses komische Rumgehopse wollten sie eigentlich auch schon in den Griff bekommen haben. Zumindest die Hunde machen es ja nicht mehr. Wie sieht der denn aus? Ups. Da habe ich aber ganz fies getroffen. Tja, Moppelchen, anschleichen ist nicht.
So. Ich werde hier noch ein wenig weiter aufräumen. Und eventuell auch schon mal das Haus soweit gehen hier looten. Habe ich nicht schon? Ja, habe ich schon. Und wenn das hier nämlich durch ist, ist die Folge auch schon wieder vorbei. Das geht auch wieder fix hier. Aber gut, wir kommen unserem Ziel näher. Ein bisschen Vorrat schaffen. In der nächsten Folge werde ich mich dann auf die Suche nach ein paar kleinen Steinchen begeben. Und so noch ein bisschen Material sammeln, damit wir dann unser Dach ein bisschen, naja, verschönern können. So, hier war ich schon. Aber es gibt ja noch einen Dachboden. Mal sehen, ob wir da jetzt raufkommen. Nein, natürlich nicht. Funpimps, wenn ihr das hier irgendwie mal zu Gesicht bekommen solltet. Das hier ist ein ganz, ganz großer Fail. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr in Amerika so die Häuser baut. Wir hier in Deutschland tun es nicht. Also ein Dachboden ist bei uns wirklich ein Dachboden. Auf die Deutsche Post ist Verlass. Muss ich jetzt auch gerade mal hier am Rande loben. Unser Postbote ist nämlich immer pünktlich. Sogar so pünktlich, dass er meinen Hund jetzt gerade erschreckt hat. Ich glaube, ich habe auch den einzigen Hund, der Postboten toll findet. Also nicht so dieses klassische Schubladendenken, Postbote und Hund sind Feinde aus Leben. Meiner findet unseren Postboten toll. Wobei ich das gar nicht so nachvollziehen kann. Weil im Grunde genommen hat dieser Postbote nie irgendwas bei sich, damit der Hund ihn mag, aber. Ja, meiner ist halt treu doof. Der findet eigentlich alles toll, was zwei Beine hat. Gut. Die Folge ist zu Ende. Ja. Ich werde hier jetzt stehen bleiben, Folge beenden, das übliche Tralala. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen oben da. Schreibt was in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat oder auch wenn es euch nicht gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Überleben hier in Neverskane. Also, macht's gut und bis dann. Auf Wiedersehen.